Der BC Vienna erlebt eine historische Saison und sichert sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double. Somit wandert nicht nur der Meistertitel, sondern auch der Cupsieg in die Bundeshauptstadt. Zum Abschluss der Saison holt man sich in der Finalserie gegen die Gmundner Swans ein 3:1 und somit kennt der Jubel keine Grenzen. Damit hallo und herzlich willkommen zum KRONE TV Sport Talk. Und Stjepan Stasic ist wahrscheinlich nach wie vor in Feierlaune, hat sich aber zwischenzeitlich Zeit genommen, bei uns Platz zu nehmen. Servus. Servus. Gratuliere zunächst mal zum Meistertitel, vielleicht ganz allgemein gefragt. In dieser Finalserie hat man ja das dritte Spiel gegen Gmunden verloren. Wie erleichtert war man, dass dann im vierten Anlauf geklappt hat und kein Endspiel zustande gekommen ist? Sehr erleichtert. Also auf jeden Fall, wie man denkt, man würde eigentlich morgen das allerletzte Spiel spielen müssen und das will ich mir lieber nicht vorstellen. Ja, wie war die Anspannung vor dieser vierten Begegnung? Gib einen Einblick vielleicht nach dieser Niederlage, die man kassiert hat. Waren die Spieler gleich wieder bereit oder waren sie doch ein bisschen gekippt? Absolut. Also wir haben am nächsten Tag dann ein bisschen so eine Art klassische Mannschaftsabendessen, die wir üblicherweise auch gemacht haben und ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen entspannt und man hat in den Augen gesehen, dass sie absolut bereit sind. Also da war kein Zweifel in keinem Moment, was die Jungs angeht. Warst du auch bei den Feierlichkeiten bei einer Fastfood-Kette am Heimweg von Gmunden mit dabei? Dieses Video ist ja viral gegangen. Ja, ich war dabei, ja. Ich muss aber sagen, ich habe nicht gegessen, weil ich seit Jahren schon, ich war früher ein richtiger Fan, jetzt seit Jahren achte ich ein bisschen mehr, weil wenn man weniger trainiert und älter wird, muss man aufpassen. Aber der Feier war sensationell. Also die Burschen haben wirklich Gas gegeben und auch verdient gefeiert. Ja, wir zeichnen jetzt diese Sendung am Freitag auf. Heute Vormittag wart ihr ja auch im Wiener Rathaus, wurde jetzt für eure Leistungen geehrt. Wie schaut jetzt so generell die nächste Phase aus über Pfingsten? Steht einfach nur Feierlichkeit an für jeden Einzelnen? Wir werden ja morgen noch in der Halle noch eine Abschlussfeier haben, sozusagen eine Ehrung, damit unsere Nachwuchsspieler und Eltern und Familienmitglieder und so auch dabei sein können, die das am letzten Spiel gegen Mund verpasst haben. Und danach gehen wir langsam noch in ein paar Gespräche mit den Jungs, einfach nur koordinationstechnisch. Und danach steht eigentlich nichts an bis September wieder. Jetzt wissen wir auch ganz genau, vor der Saison hat die Konkurrenz schon gesagt, BC Vienna ist der haushohe Favorit in dieser Saison. Aber wir wissen auch ganz genau, dass das Ganze nicht selbstverständlich ist, dass man am Ende als Doublesieger hervorgeht. Wie groß war insgesamt der Druck über die ganze Saison gesehen? Gab es mal eine Phase, wo du gedacht hast, jetzt könnte es vielleicht ein wenig bröckeln? Es ist eigentlich das ganze Saison so. Also über den ganzen Jahr hinaus entspannst du dich in Wahrheit nie. Also als GGMT an Bord gekommen ist und seitdem wir BC GGMT Vienna geworden sind, haben wir eigentlich ein Ziel verfolgt. Und das ist, dass wir österreichische Staatsmeisterschaft einmal wieder gewinnen. Das letzte Mal 2013, also jetzt 9 Jahre her. Und wenn man diese Periode bedenkt, in dem tausende Menschen schon involviert waren, dass wir überhaupt heute hier stehen, ist das schon alleine Druck genug, dass man sagt, man muss es dieses Jahr schaffen. Weil alleine die Burschen, die seit Jahren schon dabei sind, wie Jason Dietrich, Mustafa Hasansadeh, Nemanja Zdravkovic, Darko Božić, Markus Jagodić, unser Konditionstrainer, das sind Leute, die schon seit Jahren dabei sind. Und für die alle war das richtige Krönung jetzt auch. Und alle haben den Druck gespürt und alle haben gespürt, jetzt sollte der Moment sein. Und dann, wenn die Saison aber losgeht, stehen noch vor dir mehr als 300 Tage in einer unglaublich schweren Zeit, was ich immer wieder erwähne. Und an dieser Stelle noch einmal, auch bei allen Vereinen, nicht nur im Basketball, sondern allgemein im Sport, mich bedanke, dass sie alle geschafft haben, diese zwei, ich sage immer, verfluchte Corona-Jahre, überhaupt geschafft haben, irgendwas aus dieser ganzen Geschichte zu machen. Mhm. Und alle diese Sachen zusammen und dann das harte Training, der ganze Fokus, Verzicht auf tausende Dinge, damit du wirklich in diesem ganzen Fokus das ganze Jahr bleibst, also ganzes Jahr lang bleibst. Am Ende des Tages spürst du den Druck, egal wie du es drehst. Jetzt wissen wir, die Qualität ist das eine, aber natürlich gehören andere Faktoren auch dazu, dass eine Saison dann auch so erfolgreich abgeschlossen wird. Was hat denn die Mannschaft vielleicht noch zusätzlich in dieser Meisterschaft erworben, um meisterfähig zu sein? Die Jungs sind gekommen mit klaren Ziel, mit klaren Wünschen und von Anfang an waren sie absolut gewidmet dieser Sache. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in der ganzen Geschichte, vor allem wenn man betrachtet, dass sehr viele Top-Profis von verschiedenen Städten, also besonders Österreicher, Jozo Radoš, Enis Murati, Bogic Ujošević gekommen sind, die so wichtige Spieler in der Nationalmannschaft sind und mit klaren Zielen gekommen sind, waren sie sozusagen die Anführer der Rüdel, damit die alle anderen auch reinbeißen in das Ganze. Ivan Siriši, der schon letztes Jahr bei uns war, obwohl er 35 ist, läuft er immer noch wie ein junger Mann. Vielleicht viele Vereine würden sagen, er ist schon zu alt.
Aber ich war der Beispiel, der bis 41 gespielt hat, und bei uns gibt es auch nicht, also dass man sagt, du bist jetzt zu alt oder sowas, sondern wie du performst. Jason Dietrich, der mit fast jetzt 42 Jahren Meister geworden ist, das ist sensationell. Also auch er hat sozusagen das Glauben, das sind so kleine Zutaten, die dazu beigetragen haben, besonders wenn man bedenkt, dass letzte Saison im Viertelfinale wir schon auf unseren besten Scorer verzichten müssen, weil sich Muskel jetzt gerissen hat, den Richard Beck, der Topscorer der Liga war letzte Saison und dominanter Spieler. Ohne ihn wäre alles möglich gewesen. Und dann hat man gesehen, okay, es kann wirklich alles passieren, zusätzlich zu diesem ganzen Corona-Wahnsinn, was herumgelaufen ist. Von Tag zu Tag wird jemand positiv getestet, muss die Mannschaft in die Quarantäne, spielen wir überhaupt oder spielen wir nicht? Ich meine, man muss sagen, wirklich Hut ab, dass man dabei noch die Leistung behalten kann im Kopf. Und so wie gesagt, beim Jason, Verletzung von Tauras Jogela vor 2 Monaten mit Kreuzbandriss, Saisonende. Das Erste, was uns durch den Kopf gegangen ist, ist nicht schon wieder in der Richtung, weil die Mannschaft ist so fein zusammengestellt, wirklich auf einem europäischen Basketball-Level, sage ich jetzt mal, von technischen Feinheiten. Da kannst du nicht viel herum tun, damit du das ganze, sage ich mal, Orchester auseinanderbringst. Da haben wir gesagt, hoffen wir, bleibt es dabei. Und dann plötzlich landet ein 42-jähriger Jason in der Starting-Lineup wieder. Und das ist wirklich eine unglaubliche Leistung, in diesem Alter noch immer also Beitrag zu leisten, diese Form. Wirklich Hut ab, obwohl er bis dahin kaum gespielt hat. Aber der kann es und er hat vielleicht noch einmal diese Energie hinausprobiert. Wirklich wichtiger Teil der Mannschaft. Mustafa Hasansadeh, ein Spieler, der seit Jahren die Wichtigkeit von ihm kann man gar nicht beschreiben, als ein Zusatz. Wie viel der von Einsatz her in jedem Training seinen Mitspielern gibt, dass er die hart verteidigt, dass sie besser werden. Jeder ist besser geworden, der gegen ihn ein ganzes Jahr trainiert hat. Und der hat sicher noch eine lange Zukunft vor sich. Dass man nicht vergessen, den Polo Radakovic, der unser Professor, tagsüber lernt der Kinder und am Abend kommt er da und gibt der Gast. Das sind so feine Geschichten noch, die dann dazukommen zu diesen Profis, die wir haben. Und eine sehr, sehr interessante Mischung, wirklich eine coole, coole Truppe. Super, also viele Zutaten, wie du gesagt hast, die dazu beitragen, dass man diesen Erfolg gefeiert hat. Eine Hauptzutat könnte auch der Trainer Aramis Naglić sein, mit unheimlich viel Erfahrung ausgestattet. Für die, die es nicht wissen, absolut. 1992 Silbermedaille bei Olympia in Barcelona geholt. Welchen Faktor hat er gespielt in diesem Meisterjahr? Der hat das ab dem Moment, wo er das Ruder übernommen hat, Aramis, dass man nicht vergessen, wir haben zusammen gespielt, sogar in Dreiskirchen, in meinen Jahren, wo ich von Verletzung zurück, langsam mich zurückgekämpft habe. Absoluter, in erster Instanz ein Top-Mensch, der es einfach verstanden hat, auf neuen, modernen Level mit den Leuten zu kommunizieren. Und die haben alle absolut ihn als Anführer akzeptiert, was sehr wichtig ist. Komplettes Vertrauen seitens des Managements des Vereins, zusammen mit Hrvoje Radanović, seinem Assistent, wirklich eine unglaubliche Leistung gebracht. Die haben das Ganze so richtig eingestimmt, wie sie das, so wie richtige Dirigenten. Also wir haben richtig eingestimmt, dass jeder Ton passt in dieser ganzen Geschichte. Jetzt hat man das Maximum in dieser Saison herausgeholt und wir wagen jetzt mal einen Ausblick auf die kommende Saison, wollen die Feierlichkeiten vielleicht kurz mal zur Seite schieben. Wie will man jetzt versuchen, alle Spieler zu halten, den Trainer zu halten? Was passiert im Sommer? Schauen Sie, mehr oder weniger wollen wir alles halten, so wie es ist, weil deine Meistermannschaft ist in diesem Fall, so wie sie jetzt da ist, glaube ich, traue ich mir zu sagen, dass es nie eine bessere Mannschaft in Österreich gegeben hat. Das, wenn man Score betrachtet, Anzahl der Siege, Art und Weise, wie die verteidigt haben, mit welchen Differenz man gewonnen hat. Und da gibt es eigentlich in Wahrheit nicht viel zu tun. Man sollte das genau so behalten, wie jetzt ausschaut. Und ein treibender Motor, den man vielleicht jetzt in diesem Fall heute noch nicht erwähnt haben, ist auch mein Bruder, der Peter Stasic-Ströberts. Also von erster Sekunde an will er sowieso jedes Spiel, jedes Viertel, jede Minute gewinnen. Und zusammen mit Aramis und Hrvoje haben sie ein super Trio aufgebaut, der das Ganze richtig pusht. Und ich hoffe, er kann sich jetzt endlich nach so langer Zeit einen kurzen Urlaub gönnen und selber ein bisschen auch diesen Erfolg genießen. Jetzt haben wir uns über den Liga-Erfolg der Mannschaft unterhalten, Cup-Sieg eingetütet, das Double gefeiert. Die Mannschaften innerhalb der Liga werden allerdings mehr werden. Von 10 auf 12 Mannschaften wird aufgestockt, ein sogenannter Professionalisierungsschritt. Glaubst du wirklich, dass alle Mannschaften in Österreich nachhaltig davon profitieren können? Also ich kann nur so sagen, wir beim BCG GMT Vienna, wir haben immer
sagen wir, die Philosophie verfolgt, wir kümmern uns eigentlich am meisten um das, was wir tun und was können wir machen, damit wir besser werden. Es gibt es bei der Liga und in diesem Fall muss man auch wirklich das betonen, wirklich gute, motivierte Leute, die haben jetzt in den letzten 2 Jahren auch der Krise wirklich das sehr gut gemeistert. Man muss es einfach fairerweise gestehen und auch die einmal loben, weil das hört man auch fast nie. Und ich glaube, dass die Entscheidungen schon in einer oder anderer Form richtig sein werden. Ich bin nicht besessen davon, dass jemand absteigt oder aufsteigt, wenn er das nicht kann, oder dass er sich besessen in der Liga hält, wenn er das nicht kann. Wenn Sie glauben, dass das für die Entwicklung gut ist, dann habe ich weder was dafür noch was dagegen, sage ich mal so. Es ist vielleicht ein bisschen zu allgemeine Antwort, aber das ist wirklich meine Meinung. Jeder muss für sich selber wissen, ob sie das können oder nicht. Ich sage nur, man soll nicht erzwingen, und wenn man das Gefühl hat, man kann es, dann soll man es tun. Gut, also eine 50-50-Entscheidung, und die Zukunft wird dann sowieso zeigen, in welche Richtung das Ganze absolut, gehen wird. Absolut. Ein anderes Thema, das ich auch noch aufgreifen möchte, ist die NBA, bevor wir auf deine persönliche Geschichte zu sprechen kommen. Jakob Poeltl, der doch seit einigen Jahren dort gut performt, zunächst bei den Toronto Raptors, jetzt bei den San Antonio Spurs. Was würdest du sagen, wann ist er spätestens für dich in der NBA angekommen und ist er noch wegzudenken aus einer Starting Five? Man kommt in die höchste Liga der Welt an, ab dem Moment, wo man drinnen ist. Also da gibt es, glaube ich, was das angeht, nicht. Natürlich kann man jetzt besprechen Einsätze, Mannschaftsresultate etc. Aber wenn man schon in der höchsten Liga spielt, man kann das nur anloben und sagen, das ist eine sensationelle Leistung. Also der Jakob spielt auch auf einem sehr, sehr hohen Level seit einigen Jahren schon. Ob Starting Five oder nicht, wird am Ende des Tages nicht so wichtig sein. Hauptsache, der ist dort. Der hat voraussichtlich demnächst einen sensationellen Vertrag auch. Und ich kann mich nur darüber freuen, weil das wird auch unseren Image als Basketballland weiterhin stärken. Und so wie es ausschaut, haben wir jetzt potenziell auch den Luka Brajkovic, der bei den nächsten NBA-Draft antreten wird. Man kann sich darüber wirklich nur freuen, weil die Zeiten haben sich geändert im Vergleich zum vor 20 Jahren her. Also Internetmöglichkeiten haben natürlich komplett andere Türen geöffnet. Man kann jetzt alles sehen, man kann viel in viel mehr Ländern das Ganze verfolgen. Scouting-Möglichkeiten sind 20 Mal besser geworden, als sie vor 20 Jahren waren. Das heißt, man hat in jedem Land unzählige Personen, die das beobachten, die das berichten und so weiter. Und das wird uns allen hier sicherlich sehr viel Freude in Zukunft bereiten, dass es überhaupt solche Systeme gibt, weil das ist das, was die Kids motiviert. Luka Brajkovic, du hast den Namen schon genannt, ein zweiter möglicher NBA-Spieler aus Österreich. Was bringt er vielleicht mit, was ein Poeltl nicht hat, oder was macht ihn so einzigartig? Ja, so kann man das nicht vergleichen, weil jetzt beispielsweise, wenn der erste Österreicher in der NBA ist, dann muss ja jemand schon in der Richtung schauen, so, was können die machen, dass sie sich den Jakob annähern in der Richtung. Das heißt, das wird uns allen noch zeigen, also entweder in der NBA oder irgendwo in Europa hoffentlich. Das ist also von dem aus, sind komplett zwei verschiedene Paar Schuhe, weil manchmal in der NBA, wenn du nicht wirklich eine seriöse Rolle bekommst, vielleicht in Europa dich entwickelst zu einem Topspieler, was natürlich nicht leicht ist, sogar vielleicht noch schwieriger, weil du hast ja 8 Top-Vereine in Europa, die von Budget her und von Competition-Level her sind das absolut höchste sind. Das heißt, das sind Sachen, die man abwägen kann. Und am Ende des Tages werden wir in ein paar Jahren sehen, wohin das Ganze führt. Aber ich glaube, der hat gute Möglichkeiten, dass er sich dort auch etabliert. Potenzial hast du mit Sicherheit auch in deiner Karriere gehabt und auch jahrzehntelang dann ausgelebt bis über dein 40. Lebensjahr. Wenn wir zurückgehen ins Jahr 2000, das war dann auch ein prägendes Erlebnis und für viele Sportler vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, dass du das so leicht hingenommen hast. Du sprichst nämlich gar nicht davon, dass du es jetzt großartig bereust, aber du hättest die Chance gehabt, bei den New York Knicks in der NBA aufzulaufen. Trotzdem ein bisschen ein weinendes Auge noch dabei? Nein, überhaupt nicht. Es ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich betrachte mein Leben immer, egal was passiert, schaue ich das dass ich neue Motivationen und neue Ziele finde. Und als wir gewisse Verletzungen hinter, also egal jetzt als Sportler oder Menschen generell, egal was passiert im Leben, je mehr du es bereust und du dich konzentrierst, was passiert ist, desto schwieriger wird es voranzukommen. Ich glaube, das war die Motivation dann, die mich angetrieben hat, damals irgendwie selbst was zu bewirken. Es war mir nicht so wichtig, das jemandem zu beweisen. Es war mir immer wichtig, dass ich selber das tue, was ich liebe. Ich habe von kleinst auf schon immer trainiert, egal was es war, irgendein Sportart habe ich immer gemacht. Und genau so bin ich bis heute geblieben, tue ich noch immer mit Begeisterung. Ob ich jetzt mit den Junioren individuell trainiere, was mir extrem viel Spaß macht oder was auch immer, sind das die Sachen, die mich einfach erfüllen. Und solche Geschichten wie Meistertitel 2013, das erste Mal, wo ich und mein Bruder uns umarmt haben, hat das alles andere, was in der Vergangenheit passiert ist, in den Schatten gelegt. Und es ist so wie mehrere Leben, sage ich einmal, verschiedene Leben, also verschiedene Rollen, die man im Leben gehabt hat.
Dann waren einige Zeiten, in denen wir die Halle aufgebaut haben, die uns komplett ausgefüllt haben, weil es wieder was Neues war. Etwas für die Zukunft, dass in der Stadt Wien eine Halle dann bleibt für die Generationen, die kommen, wo sie wirklich top Basketball spielen können. Und dann natürlich diese Ära jetzt mit BC GGMT Vienna, wo man 2 Jahre wirklich besessen kämpfen und dann am Ende diese Meistertitel gewinnt. Das bringt wirklich alles so ins Licht, damit man wirklich sehr selten über diese ganzen anderen Dinge denkt. Und man sieht diese glücklichen Gesichter von Mitspielern und von Leuten, die mitarbeiten und von Leuten, die unterstützen. Und das erfüllt dich, wenn du wirklich 100% in etwas drinnen bist. Und dann bereust du einfach Sachen nicht. Es hätte sein können, dass ich, wenn ich dort erfolgreich war, vor 20 Jahren vielleicht alles das nicht erlebt habe. Und wenn ich das so denke, würde ich das nie tauschen. Mhm. Das kann ich nur dazu sagen. Ja, Höhen und Tiefen also gehören dazu im Sport oder gerade im Sport, absolut, weil du nach einer Verletzung wieder aufstehen musst. Was waren für dich trotzdem so die prägendsten Erlebnisse? Waren die mit Sicherheit im Ausland und nicht in Österreich, würde ich mal behaupten? Ich muss dir schon ehrlich sagen, die in Österreich sind von unglaublichem Wert für mich. Weil im Ausland war ich als junger Spieler, du bist mit einer anderen Einstellung. Du hast eine aggressivere Einstellung. Du hast das Gefühl, du bist besser als die Gegner. Du kannst alles, was du willst. Und dann im ersten Saison waren wir beim Final Four mit Benetton Treviso, obwohl ich nicht so viel gespielt habe, weil ich, sage ich mal, falschen Verein für meine Gedanken ausgewählt habe. Ich wäre zum Partizan Belgrad gegangen, hätten sie mich verkauft innerhalb von 1 Jahr oder 2 Jahren. Da ich ja zum Željko Bradović, zu dem besten europäischen Trainer aller Zeiten gegangen bin, war der Plan, dass ich dort in 1-2 Jahren das übernehme und dort spiele. Die Idee war nicht, dass ich woanders gehe. Und die Beratung, die ich damals gehabt habe, war auch nur intern familiär. Wir waren ein bisschen vielleicht sogar überfordert mit Entscheidungen. Aber Final Four zu erreichen in Euroleague ist auch eine riesengroße Sache. Nur wenn du als Profi dann im Sommer, im Juli oder wann auch immer nach Hause gehst, redest du ab und zu mit Freunden drüber. Das hier, wir leben das. Wir leben jeden Tag für jedes Training, für jedes Spiel. Für jede Busreise. Du organisierst alles mit. Du musst dich um Marketing kümmern. Mit der Mama gemeinsam, die kümmert sich, dass die Halle tiptop ist bei jedem Spiel. Peter, also Bruder, ist permanent sowieso in der Sache drin. Und wenn du das so permanent machst, wenn das so etwas ist, wofür du wirklich fast lebst, dann kannst du das wirklich mit keinen anderen Erfolg, der in diesem Sport ist, vergleichen. Also absolute Leidenschaft. Ganz ehrlich, genau. Die Leidenschaft, die dazugehört, um dann auch den Erfolg generieren zu können. Genau, weil wenn du dort fertig bist im Ausland und wenn du den Titel stemmst, du bekommst einen Bonus, du bist glücklich, aber du gehst dann zu einem neuen Verein, schaust, wo es da besser als Profi geht, natürlich, finanzieller Natur. Egal, was hier passiert, wir sind hier. Und wir bleiben hier und das ist wirklich etwas, eine reine Leidenschaft, die einen antreibt. Gut, also eine sehr schöne Geschichte von den Stasi-Brüdern, die sich da hochgearbeitet haben. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch fragen, es läuft gerade das NBA-Final oder die Finals zwischen Golden State und Boston. Wie du mitbekommen hast, hat Boston auswärts das erste Spiel jetzt schon gewonnen. Wer ist für dich der Favorit oder hoffst du, dass die Boston Celtics nachher alleiniger Rekordhalter sind? So wie es ausschaut, könnte es durchaus sein, weil die spielen wirklich eine super Verteidigung, sind sehr dynamisch und jung. Wie man sagt, es kann sich sicherlich noch drehen, weil es waren sehr viele Spiele mit extrem hoher Differenz in dieser Saison. Einmal gewinnt eine Mannschaft mit 20, beim nächsten Spiel gewinnt die andere mit 20. Man hat es wirklich nicht einschätzen können von Qualität her, was rauskommt am Ende des Tages. Alles war extrem knapp bis zur letzten Sekunde. Und ich glaube, das wird auch so in dieser Serie sein. Es ist sehr interessant, was Golden State Warriors können explodieren und jederzeit 35 Dreier vielleicht treffen und dann ist gute Nacht für die Gegner. Aber Boston spielt wirklich super diszipliniert, super Verteidigung, sind sehr kräftig und persönlich glaube ich, die könnten es schaffen. Gut, aber am Ende des Tages wahrscheinlich eine Schnittpartie, eine 50-50-Geschichte. Es ist alles offen. Es ist alles offen. Alles offen. Stepan, besten Dank für deinen Besuch hier im Studio. Gratuliere nochmal zum Double-Erfolg in diesem Jahr, jetzt in den wohlverdienten Urlaub hinein und dann hören wir uns wieder im Herbst. Vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick in die Geschichte von BC Vienna in dieser Saison. Der Double-Erfolg ist historisch, das hat es in dieser Vereinsgeschichte noch nicht gegeben. Man möchte an die Erfolge anknüpfen, man möchte die Meistermannschaft und auch den Trainer halten. Der Sommer wird es dann weisen und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder einschalten zum nächsten KRONE TV Sporttalk.